Herzlich willkommen hier am Bilsterberg. Ich bin heute hier mit meinem VLN-Projektauto, mein Subaru BRZ. Wir haben hier lustigerweise einen schönen Sechszylinder-Boxer installiert in der VLN mit 3 Liter Hubraum und 375 PS. Wir fahren mit E20 Biokraftstoff zusammen mit dem Smudo, mit 4 Motors zusammen, teilen wir uns den Sprit. Wir haben auch von Ronal hier eine Felge, die aus Recycling-Aluminium hergestellt worden ist. Das Auto wiegt 1140 Kilogramm oder 1160 Kilogramm ohne Sprit. Wir waren heute hier, haben ein paar Taxifahrten gemacht. Ja, hi, mein Name ist Benita. Ich bin heute hier auf dem Bilsterberg und habe mit Tim Schrick die Ehre, heute auf der Rennstrecke zu fahren. Ich freue mich vor allem auf das Querfahren. Heute sind gute Wetterbedingungen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich musste erst mal zweimal gucken, als ich die Nachricht erhalten habe. Und ja, ich kann es jetzt kaum erwarten. Let's go! Also wir sind hier heute auf der Eisdrift-Challenge, obwohl es draußen Plusgrade hat. Das muss erst mal einer nachmachen. Wer fängt an? Ja, jetzt sind wir endlich angekommen. Es war mega geil, es hat so Spaß gemacht. Durch das Wetter hatten wir leider nicht so viel Traktion mit den Reifen, aber Tim ist einfach super geil quer gefahren. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich würde jederzeit wiederkommen. Vielen Dank nochmal, Tim. Das war ganz lustig, ein versöhnliches Ende von einer katastrophalen Saison. Die ersten 3 Läufe haben wir Teile von der Bremsanlage nicht bekommen aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Dann hatten wir einen Motorschaden aufgrund von Materialfehler am Pleuel. Dann hat das ewig gedauert, bis es wieder da war und schon konnten wir auch das Saisonfinale schon fahren. Also haben wir unglaubliche 2 Rennen gefahren. Also es war Katastrophe. Heute haben wir da mal ein kleines Event gemacht und ja, top. Ich bedanke mich hier an der Stelle nochmal bei Type S für die Unterstützung, weshalb das Auto ja auch so schön blau geworden ist. Danke Jungs, ihr seid die Besten.